Die meisten unter Ihnen haben sich bei der Abstimmung über Antikoagulantien den Wirkstoff Apixaban gewünscht. Wir befinden uns jetzt im Bereich Basic, das heißt, es wird kurz und knapp und dann können wir schon starten. Der Wirkstoff Apixaban findet meistens Anwendung bei Vorhofflimmern, bei dem einer dieser eingeblendeten Faktoren noch hinzukommt. Und zwar erhöht das Vorhofflimmern das Risiko, dass es zu bestimmten Vorfällen kommen kann. Dazu zählt einmal der Herzinfarkt, der Schlaganfall, die Lungenembolie und die tiefe Beinvenenthrombose. Und der Wirkstoff Apixaban wird hier zur Prophylaxe eingesetzt. Zusätzlich findet er auch Anwendung zur Auflösung von tiefen Beinvenenthrombosen oder auch zur Behandlung einer Lungenembolie. Bei der Einnahme haben Sie nicht viel zu beachten. Sie können den Wirkstoff unabhängig vom Essen einnehmen. Das heißt, es ist egal, ob Sie etwas gegessen haben oder nüchtern sind. Meist wird er morgens und abends eingenommen. Achten Sie darauf, dass etwa 12 Stunden Abstand zwischen den Einnahmen liegen und wenn Sie nun einmal eine Tablette vergessen haben, dann nehmen Sie diese sofort nach, wenn es Ihnen auffällt und danach machen Sie mit der normalen Einnahme weiter. In der Packung liegt ein Patientenausweis und den sollten Sie für sich auf jeden Fall einmal ausgefüllt haben, denn wenn Sie zum Beispiel einen Unfall haben oder ganz plötzlich operiert werden müssen, dann ist es wahnsinnig wichtig, dass der behandelnde Arzt davon weiß, dass Sie den Wirkstoff Apixaban einnehmen. Das heißt, nehmen Sie sich einmal die Zeit, füllen Sie diesen Ausweis aus und dann tragen Sie den bitte immer mit sich, dass im Ernstfall jeder sofort weiß, dass Sie diesen Wirkstoff einnehmen. Kurz einmal zu den Nebenwirkungen des Apixabans. Und hier liegt die Hauptnebenwirkung sehr streng mit der Wirkung zusammen, denn es kann unter der Einnahme zu einem erhöhten Blutungsrisiko kommen. Wenn Sie häufiger unter Nasenbluten oder Zahnfleischbluten leiden, dann kann das Apixaban die Ursache sein. Solange das offensichtlich ist, kann man das recht schnell auch in einen Zusammenhang setzen. Wichtig für Sie ist, dass auch das Risiko für Magenbluten unter der Einnahme leicht erhöht ist. Das ist nicht immer sofort offensichtlich. Das heißt, wenn Sie Apixaban regelmäßig einnehmen, halten Sie bitte Ihren Stuhl immer gut im Blick, dass dieser sich nicht dunkel verfärbt. Denn eine starke dunkle Verfärbung könnte Rückschlüsse darauf ziehen lassen, dass es zu einer Blutung im oberen Darm oder in oberen Darmabschnitten oder im Magen gekommen ist. Und wenn Ihnen das bei sich auffällt, dann gehen Sie bitte sofort zu einem Arzt und weisen Sie ihn auch nochmal darauf hin, dass Sie hier diesen Blutverdünner Apixaban einnehmen. Denn das Magenbluten ist die häufigste Ursache für eine Neben- oder für eine Wechselwirkung, wodurch es zu einer Krankenhauseinweisung gekommen ist. Und dabei ist es wichtig, dass Sie das selber als Patient sofort erkennen, denn die Tatsache an sich kann man ganz gut in den Griff bekommen, nur es muss schnell die Ursache gefunden werden. Und wenn Sie dann mit dieser Information sofort zu dem Arzt gehen können, dann weiß der auch schon sofort, wo gesucht werden muss. Und das sollten Sie als Patient einfach immer im Hinterkopf halten. Dann kann es unter der Einnahme auch ein wenig zu Übelkeit kommen. Auch auf die Haut kann der Wirkstoff Auswirkungen haben, dahingehend, dass es zu Juckreiz kommen kann oder aber auch zu Hautausschlag. Besonders im Blick halten sollten Sie, dass es nie zu einer Schwellung im Gesicht oder der Zunge oder der Lippen oder des Rachens kommt, denn in ganz seltenen Einzelfällen ist es auch hier möglich, dass es zu einem sogenannten Angioödem kommt, bis hin auch zu einem anaphylaktischen Schock. Das heißt, besonders in der Anfangszeit des Wirkstoffes, wenn Ihnen dahingehend etwas auffällt, dann suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf, denn hier möchte man dann ausschließen, dass sich das natürlich nicht irgendwie verstärkt.
Wie gesagt, es ist sehr selten, aber Sie sollten davon wissen, dass Sie dann auch sehr schnell handeln können. Im Blutbild kann das Apixaban zu einer erniedrigten Thrombozytenzahl führen oder aber auch zu einer Blutarmut. Des Weiteren kann es zu einem Blutdruckabfall in Einzelfällen kommen. Und als letztes, was ich hier erwähnen möchte, das Ganze hier ist nur ein Auszug an Nebenwirkungen, kann es zu erhöhten Leberwerten kommen. Das heißt, wenn das in Ihrem Blutbild festgestellt wird, kann das Apixaban die Ursache dafür sein. Sprechen Sie Ihren Arzt bitte auf diese Tatsache einmal darauf an. Dann wägt man ab, inwiefern das Nutzenrisiko bei Ihnen weiterhin auf der Nutzenseite ist. Das war nun ein Auszug an Nebenwirkungen, die in etwa jede tausendste Person betreffen. Das Apixaban hat keine Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit. Das heißt, Sie können weiterhin wie gewohnt Auto fahren. Vor einem operativen Eingriff sollten die Ärzte immer Bescheid wissen, dass sie diesen Wirkstoff nehmen. Deshalb auch dieser Patientenausweis. Besonders auch, wenn zum Beispiel eine Zahnoperation ansteht, auch wenn es nur eine kleine ist, dann muss der Zahnarzt von der Apixaban-Einnahme wissen. Denn in der Regel wird zusammen mit dem Arzt der Wirkstoff dann etwa 1 bis 2 Tage vorher ausgesetzt, sodass es unter der Operation nicht zu einer verstärkten Blutung kommt, aber in der Regel wird da auch immer bei Ihnen nachgefragt. Das war es nun in Kürze zum Wirkstoff Apixaban. Wenn Sie nun Näheres zu dem Apixaban wissen möchten, zum Beispiel wie wirkt es in meinem Körper oder noch viel wichtiger, welche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten kann der Wirkstoff eingehen, speziell auch in der Selbstmedikation, welche Schmerzmittel darf ich einnehmen und von welchen sollte ich eher die Finger lassen bezüglich Wechselwirkung, dann empfehle ich Ihnen mein Video aus der intensiven Reihe, Apixaban Intensiv. Den Link dazu, den lege ich Ihnen einmal hier oben mit ins Video und einmal hier unten in die Infobox. Und ansonsten, wie immer, wenn Ihnen gefällt, was ich mache, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Ich lade Sie auch herzlich dazu ein, meinen Kanal zu abonnieren. Und ansonsten hoffe ich, dass Sie recht schnell wieder gesund werden oder gesund bleiben. Und denken Sie doch immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.